Da liegt eine fremde Frau in unserem Bett. Schatz. Wer sind Sie denn? Wer ich bin? Ich bin Bernd. Wer sind Sie? Heike. Und wer ist das? Das ist meine Frau. Was machen Sie in unserem Bett? Ach, das ist Ihr Bett? Ja. Ach, dann ist es gar nicht Wilhelmstraße 38, Wohnung links in der zweiten Etage? Nein. Das hier ist ein Einfamilienhaus in der Mozartallee 13. Ich gestern aber mächtig getankt. Ja, dann nicht so ungut. Ich will dann mal. Aber wir sind hier schon noch in Berlin, oder? Braunschweig. Mann. Tschüss. Give it to me. Yeah. Nur ein Kran. Stop me. No. Stop me. Yeah. Ich voll. Mein Tor! 2:0 für dich! Auch ein Tor. Scheiße, mein Portemonnaie ist weg. Mein Portemonnaie ist weg! Mein ganzes Geld, mein Ausweis und die ganze... Ich muss die Karte sperren. Ich muss meine Karte sperren lassen. Ich muss sie anrufen. Schnell! Karte sperren. Meine Karte... Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ist es der Ersatz? Sabine Esser. Ich muss bitte. Wollen Sie mehrere Karten sperren lassen? Dann sagen Sie 2. Eine Karte. Ich muss eine Karte sperren lassen. Ich habe Sie nicht verstanden. Hallo und herzlich willkommen. Wollen Sie eine Karte sperren lassen? Dann sagen Sie 1. 1. Haben Sie 1 gesagt? Dann antworten Sie mit Ja. Ansonsten sagen Sie Nein. Ja. Sie wollen eine Karte sperren lassen. Sagen Sie mir jetzt Ihre Kartennummer. Das ist aus. 3 3 7 8 3 4 2 2 9. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Oh. Wenn Sie eine Karte sperren lassen wollen, dann sagen Sie Ja. Wenn Sie... Ja, Mann! Sagten Sie Nein? Nein. Wenn Sie Nein meinten, sagen Sie Ja. Wenn Sie Ja meinten, sagen Sie was? Nein. Bitte nennen Sie mir jetzt Ihre Kartennummer. Ja. 3 3 7 8 3 4 2 0. Ich wiederhole. 3 3 7 8 3 4 2 2 0. Ist das richtig? Nein. Nein? Nicht nein. Hinten 9, eine Schwende überflogen. Die letzte Zahl ist eine 9. Kein Nein, du scheiß verfickte Computer. Ich habe Sie nicht verstanden. Hallo und herzlich willkommen. Wollen Sie eine Karte sperren lassen, dann sagen Sie 1. Wollen Sie mehrere Karten sperren lassen, dann sagen Sie 2. Sind Sie wieder mal völlig rotzgesoffen, sodass man Sie nicht versteht, dann sagen Sie dann gucken Sie mal in Ihrer linken Jackentasche nach, wo Sie noch nicht nach Ihrer Karte gesucht haben. Marisa, warte mal. Moment. Wenn Sie Ihre Karte gefunden haben, sagen Sie, es sei sie, da ist sie ja. Ja, scheiße, da ist sie ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich habe es gesagt, ich wusste nicht... Marc, ich hätte gerne eine Packung Aspirin. Sehr gerne. Meine Mama hat gestern nämlich Alkohol getrunken und dann musste sie kotzen. Ah. Ja, junge Dame. Und wer hat auf dem Weg hierhin im Auto mit dem Apfelsaft gekleckert, weil ihre Patschehändchen die Flasche nicht aufbekommen haben? Und wer hat dem Papa die Billo-Geburtstagskarte gebastelt und Glückwünsche mit Vogel V geschrieben? Oder wer hatte bei der Sesamstraße Angst vor dem so gefährlichen Elmo? Wer kippt ohne Stützräder mit dem Rad um?
Wer hatte beim Krippenspiel den Texthänger? Und das hätte ich fast vergessen. Was war denn mit dem Malheur in der Schule? Wer hatte den Stinker in der Hose? Wer hat sich da zum Decken gemacht? Die Mama, die einmal ein Gläschen Sekt trinkt, oder das Prinzesschen? Denk da mal drüber nach. Traubenzucker für die Kleinen? Ja, gerne. Was sagt man da? Danke.